Zürich im November. Ein vertrauter Anblick. Aber aus der Oper kommen ungewohnte Töne. Probenarbeit zu Alban Bergs Oper Wozzeck. Die musikalische Erfahrung von Dirigent Christoph von Dohnányi und dessen jahrelange Vertrautheit mit dieser Oper helfen bei der Annäherung an das schwierige und sperrige Stück. Keine andere Baritonpartie des 20. Jahrhunderts stellt musikalisch und auch darstellerisch solche Ansprüche an einen Sänger. In wenigen Wochen hat Görne sich die Figur des geschundenen und erniedrigten Wozzeck ganz zu eigen gemacht. Und mit Peter Musbach hat er einen Regisseur gefunden, der ihm größte gestalterische Freiheit lässt. Man kann sagen, er hat es in den Genen, vielleicht etwas modernistisch, dass er diese Partie des Wozzeck, ja, ich weiß nicht, wann er sie verinnerlicht hat, aber scheint mir manchmal nach gerade identisch mit dieser Rolle zu sein. Und insoweit ergab sich das auch ganz praktisch, dass während der Proben die Situation ganz klar auch von ihm mitgeführt wurde. Das heißt, es ist eine gemeinsame Erarbeitung. Und das ist natürlich das Optimale, dass es zu einer gemeinsamen Gestaltung kommt. So bedrohlich und gleichzeitig so berührend war noch kein anderer Sänger in dieser Rolle. Vom Flüstern über das Brüllen bis zum schönsten Wohllaut, dieser Wozzeck hat ganz neue Dimensionen. Da bewegt sich was. Diese Form der Oper gibt es nur einmal, und zwar mit diesem Stück. Das ist ein extremer Stoff, ein extremes Stück. Höchst kompliziert im Anspruch, überhaupt dem, was nur von der Komposition und vom Inhalt, der aber richtig vom Komponisten auch mit festgelegt ist, dem gerecht zu werden, ist ein riesiger Berg Arbeit. Ich kenne nichts, was auf diese Art und Weise so komplex ist wie diese Oper. Und insofern ist das eine ganz, ganz große Herausforderung, so wie ich sie eigentlich noch nicht gekannt habe. Das ist unvergleichbar. Görnes Weg nach Zürich führte über Salzburg. Dort wurde er vor 2 Jahren als Papageno in der Zauberflöte berühmt. Achim Freyers geniale Zirkuszauberflöte war der ideale Rahmen für den damals knapp 30-jährigen Sänger. Sein anrührender und poetischer Papageno begeisterte. Diesen Sommer gab es zur allgemeinen Freude eine Wiederaufnahme. Doch an einem ungewohnten Ort, in einer riesigen Messehalle am Rande Salzburgs. Weiß mit die Glocken umzugehen und nie.
Zweifel zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, wenn alle Vögel sind ja ein. Ihr Vogelfänger bin ich, ja, steht lustig, heiß, hopsa, hopsa. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Die Atmosphäre der Halle entspricht, glaube ich, viel, viel mehr den Anforderungen, die die Inszenierung stellt. Sie ist freier, im wahrsten Sinne des Wortes, hat das ja mit dem Regisseur zu tun. Sie ist freier in der Atmosphäre, es ist luftiger, sie strahlt mehr Leichtigkeit aus. Das Klima ist insgesamt also viel, viel, viel versprechender und künstlerischer irgendwie. Und das Verlassen des klassischen Festspielbezirks hatte auch andere Vorteile. Mehr Ruhe zum Beispiel. Vor 2 Jahren hatten wir unter anderem auch, mitten der Probe standen auf einmal 100 Japaner mit einem Touristenführer in der Felsenreitschule. Und das gehörte einfach zum festen Programm. Und das war nicht zu verhindern, also das gehörte dazu. Also da gibt es ein Abkommen, also es gibt Führungen eben, die Salzburger Festspiele machen mit den Orten. Das hat irgendwas mit der Stadt zu tun. Und da wurde ganz selbstverständlich Leute durchgejagt und wir probten da also vollkommen neue Sachen. Und es ging um sensible Bereiche und auf einmal standen 100 Touristen da. Das ist natürlich ein Unding, also wo man dann irgendwo auch lachen muss natürlich. Ihr Vogelfänger bin ich, ja, ich heiße Hopsa, ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich finde sie dutzend weiß für mich. Dann stellte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Und das ist mir schon oft aufgefallen, dass der Papageno darauf reduziert wurde, so der nette Blödkopf zu sein. Also der so immer mal einen Witz macht, aber den Witz also gar nicht mitbekommt als einziger. Und ungewollt komisch ist. So immer so ein bisschen neben der Kappe. Ich glaube, das ist überhaupt nicht. Also dem passieren schon merkwürdige Dinge, aber die sind fest mit seinem Leben verbunden und die gehören zu ihm. Aber die bekommt er auch mit. Also er ist gewöhnt, dass er immer mal stürzt und dass er immer mal hinfällt. Aber er ist auch von unglaublicher Originalität und Einfallsreichtum und auch einer gewissen Art von so Bauernschleue. Also so einer ganz instinktiven Komponente, die ihn auszeichnet. Görnes Papageno ist ein ganz anderer, als das Opernklischee es haben will. Nämlich kein naiver Tölpel, sondern ein ernsthafter Melancholiker. Wunderbare ist, dass eben szenisch also zum Ausdruck kommt, dass trotzdem zwischen den beiden also genau diese Nähe eines Liebespaares eben nicht besteht. Und dass die das Schönste singen und das Schönste empfinden und sich sagen, und zwar auf eine bestimmte Art und Weise auch jeder für sich, und dabei eine riesige Distanz immer zueinander haben. Also die kommen nie zusammen, sie gehen nicht gemeinsam ab, sondern getrennt. Also sie singen die Sachen nicht zueinander, sondern jeder für sich. Und dadurch tritt also eine so wunderbare Öffnung ein. Thank you.
Mit der Camerata Academica unter dem englischen Dirigenten Roger Norrington probt Matthias Görne verschiedene geistliche Kantaten. Hier die Kreuzstabkantate. Den Kreuzstab, ich will den Kreuzstab, den Kreuzstab. If you think of the long notes, it's not so unnatural. That's what I mean. With relief, you go out of it again. That's it. You got it. Wohl die bekannteste Bach-Kantate, Ich habe genug. Die Solo-Oboe spielt Albrecht Mayer von den Berliner Philharmonikern, ein Freund Görnes. Von der Probe zur Aufführung am Abend. Bei Matthias Görne klingt Bach immer ganz einfach und ganz natürlich. Und gerade darin besteht seine Kunst. Es gibt nur wenig anderes, das so schwer zu singen ist. Görnes Geburtsort könnte mehr als Zufall sein. 1967 wurde er in der Musenstadt Weimar geboren, Inbegriff deutscher Kultur und deutschen Geistes. Für Görne ist Weimar der Ort der Kindheit. Hier verbrachte er die ersten 11 Jahre seines Lebens. 1999 war ein Weimar-Jahr schlechthin. Der Rang als Kulturhauptstadt Europas und das Goethe-Jubiläum rückten die Stadt in das Zentrum des Interesses. Noch mehr Touristen, noch mehr Kamerateams und noch mehr Straßenmusikanten als sonst. Dieser hier heißt Alex Jacobowitz und kommt aus New York. Applaus für einen Kollegen.
Ja, Weimar ist ganz eigenartig. Da habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt hier bin, obwohl das nur 22 Jahre her, da habe ich das Gefühl, wenn ich die Dinge sehe, so, die ich eben von meinem zweiten bis zum 11. Lebensjahr täglich gesehen habe, dann kommt mir das jetzt so vor, als ob das vorgestern war. Also das mit einer unglaublichen Präsenz in mir, dass ich genau weiß, ah, hier ist das, hier ist das, hier ist das. Ich weiß ganz genau, du gehst in diesen Hauseingang, da riecht es so. Also solche ganz, ganz starken Eindrücke sind in einem. Von Zeit zu Zeit hier zu sein, ist bestimmt sehr, sehr schön. Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber hier zu leben, wirkt auf mich wie so eine, also schon irgendwie eine Enge strahlt die Stadt aus und irgendwie wie so, als ob man in einem Museum lebt. Gell? Diese Beschränkung hat der Sänger schon lange hinter sich gelassen. Heute ist er die meiste Zeit auf Reisen, oft im Ausland. Aber er weiß genau, wo er hingehört, nach Deutschland. Und seine Sprache ist Deutsch. Also ich habe Glück, dass ich im deutschsprachigen Raum, dass das meine Muttersprache ist, weil das meiste Repertoire da ist. Ich merke, dass sobald ich in einer anderen Sprache was singe, ich kann noch so gut so versuchen, mich da vorzubereiten. Und ich kann wissen, also jedes Wort, also dass mir das bewusst ist, was es heißt und in welchem Abschnitt des Stückes ich mich befinde. Und trotzdem ist der Zustand währenddessen ein vollkommen anderer. Und es bedarf viel mehr Kontrolle und Konzentration auf Sachen, die eigentlich, also für mein Gefühl, nicht eine Rolle spielen sollten. Gell? Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll, ein Fischer saß daran. Sabach der Angel ruhevoll, kühl die Sand zählt ihn an. Was fasziniert Görne am Singen? Und ich kann eine bestimmte Seite von mir zeigen und kann mich artikulieren, die ich nur in diesem Zusammenhang auch zeigen kann. Also ich könnte darüber nicht sprechen oder irgendwie, also das wäre dann eine ganz theoretische Angelegenheit, die aber überhaupt nichts mit diesem emotionalen Zustand, der eintritt in einem speziellen Moment in einem Konzert, also wenn das Konzert gut läuft. Und das ist aber eine Sache, die so stark damit verwoben ist, wie nah ich einem Stück bin und wie, inwieweit das mit mir wirklich zu tun hat. Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm, was lockst du meine Brut? Mit Menschenwitz und Menschenlist hinauf im Todesgut. Schein ich so wohlig auf den Grund. Du stiegst herunter, wie du bist, und würdest gesund. Also beim Singen ist man schon sehr, sehr abhängig von Fitness und Körper und so. Die Grunddisziplin muss da sein, ansonsten geht das Ganze irgendwie den Bach runter. Aber ist, denke ich, für mich, also es ist genauso wichtig, also Situationen zu haben, wo ich alles vergesse, also wo ich mich auch vollkommen distanziere, wo man auch mal einen Abend hat, wo man richtig viel trinkt und richtig viel raucht und einfach so liebt, wie man leben möchte in dem Moment. Ich glaube, das führt sonst zu einer absoluten Verkrampfung der Sinne und der Befindlichkeit. Also ich könnte, diese Unterordnung ist nötig, aber von Zeit zu Zeit muss man da auch mal wirklich auf alles pfeifen und all die Dinge tun, die man eigentlich nicht tun sollte. Szenenwechsel. Leipzig. Die Stadt, in der Görne studiert hat. Und auch die Stadt, in die er immer wieder gerne zurückkommt. Eine Vernissage. Willkommener Anlass für ein Familientreffen. Görnes Frau ist mit dem Sohn aus Hamburg angereist. Die Eltern sind aus Dresden gekommen. Der Vater ist Intendant des Dresdner Staatsschauspiels. Der Maler Norbert Wagenbrett ist ein Freund aus Studientagen.
insgesamt habe ich das immer sehr, sehr stark natürlich irgendwie wahrgenommen, welches Bild gerade gemalt wurde und was für eine Situation er jeweils steckte. Gell? Und uns verbindet da einfach sehr, sehr viel, eine gemeinsame Biografie. Gell? Und diese, also gerade so nüchterne und brutale Direktheit bei bestimmten Bildern spricht mich sehr, sehr stark an. Also, dass da was offengelegt wird, was vollkommen unparfümiert und unverfälscht ist. Die direkte Art, die Görner an Wagenbrettsbildern schätzt, ist auch die seine. Das hat früher oft zu Konflikten geführt. Geändert hat sich das erst mit Beginn des Gesangsstudiums. Also bis dahin war das eigentlich nur eine ständige Auseinandersetzung und Überwindung, die Schule. Ich habe das alles wirklich gehasst und mir hat das überhaupt keinen Spaß gemacht. Und das war immer mit Zwängen irgendwie verbunden und ich habe mich sehr unwohl gefühlt und das war für alle Beteiligten, natürlich auch für meine Eltern, keine leichte Situation. Die Musikhochschule in Leipzig. Vertrautes Terrain für den Sänger und der richtige Ort für Erinnerungen. Der Anfang war alles andere als beeindruckend. Also erst so eine Eignungsprüfung, dann eine Aufnahmeprüfung und dann haben wir gesagt, naja, also ganz hübsch und harmlos, aber wenn er unbedingt studieren will, probieren wir mal. Gell? Also es war alles andere als spektakulär, den Eindruck, den ich hier hinterlassen hatte. Und ich war allerdings von mir ganz felsenfest überzeugt, dass das ganz grandios war. Also vollkommen unberechtigt, aber irgendwie war mein Verlangen, dieses Studium zu machen, und so groß, dass ich, also dass die Begeisterung über diese wirklichen, über dieses Unvermögen und dieses Nichtkönnen vollkommen hinwegtäuschte. Das war vielleicht auch ganz gut, weil also ich bin sehr unvoreingenommen hier rangegangen. Nach ein paar Jahren dann die entscheidende Begegnung. Görner wurde Schüler von Dietrich Fischer-Dieskau. Dass ich den Kontakt zu Fischer-Dieskau gefunden habe, war natürlich also sensationell für mich und auch speziell in dieser DDR-Zeit. Das kam ja noch hinzu, dass ich auf einmal die Möglichkeit hatte, zu Fischer-Dieskau zu reisen, in einer Zeit, wo das nicht selbstverständlich war. Ich kam damals über Achibert Reimann. Ich hatte einen Wettbewerb in Berlin gewonnen, der an der HDK stattfand. Und ich wusste natürlich, ich kannte die Platten von Reimann und Dieskau. Und dann habe ich also unverfrorenerweise, also was vollkommen richtig ist, also Fragen kostet nichts, den Reimann angesprochen und habe gesagt, sagen Sie, gibt es eine Möglichkeit, dass Sie mir helfen könnten, da in die Klasse von Fischer-Dieskau zu kommen? Ja, und dann telefonierte der nächsten Tag mit mir und sagte, ja, dann und dann geht's los und Herr Dieskau wird Sie anrufen. Ich hatte glücklicherweise Telefon hier und dann irgendwann kam abends ein Anruf und ich ging ans Telefon und dachte, vielleicht meine Eltern sind es oder so. Und dann hörte ich auf einmal, ja, hier ist Fischer-Dieskau, und ich war natürlich also wirklich sprachlos. Und dann sagte er, dann und dann ist Ihre erste Stunde, können Sie da kommen? Ja, hier ist meine Adresse, also ich freue mich, Sie zu sehen, auf Wiederhören. So, ganz knapp und war natürlich, also ich habe, glaube ich, alle Leute angerufen, die ich überhaupt anrufen konnte, und habe das sofort erzählt, voller Stolz. Ich kam dann zu ihm nach Charlottenburg und weiß noch, ich habe aus dem Schwanengesang am Meer, aus der Heine-Gruppe gesungen und ein Zemlinski-Lied. Und das hat er sich angehört und sagte, ja, Herr Görner, also Sie haben eine sehr schön klingende Stimme und die hat was, was Leute anspricht. Aber jetzt wollen wir das mal richtig machen. Und das war natürlich irgendwie, da war das Eis gebrochen, weil er das also auf eine sehr, sehr gelöste Art und Weise irgendwie mir entgegenbrachte. Und dann begann eigentlich eine Zusammenarbeit, die viele, viele Jahre andauerte. Und wo ich so regelmäßig, eigentlich alle drei Wochen war ich dort und jeweils für 10 oder 12 Tage oder 14 Tage, wo ich jeden zweiten oder fast jeden Tag eigentlich so 1,5 Stunden Unterricht hatte. Viel hat sich in Leipzig verändert, seit Görner hier gelebt und studiert hat. Nur noch wenige Ecken sind von der Wende unerreicht. Dies ist eine davon. Eine Herausforderung für Görners Forscherdrang. Na, so weit
Wahnsinn, hä? Völkerschlachtdenkmal. Da drüben, wir sind jetzt richtig, nicht nur im wilden Osten, sondern im wahrsten Sinne des Wortes im Osten von Leipzig. Hans Eisler war der Vorzeigekomponist der DDR, bekannt und geehrt für seine Arbeiterkantaten und als der Komponist von Auferstanden aus Ruinen. Der offizielle Eisler hat Görne nie interessiert. Der Eisler, den er für sich entdeckte, war ein anderer. Meine Begegnung mit Eisler war schon in der DDR-Zeit mehr zufällig. Ich wusste natürlich, dass es Eisler gab und habe einfach beim Nachschauen in der Bibliothek, in der Hochschule, festgestellt, ich suchte vollkommen andere Noten. Da fielen mir auf einmal Eislerbände auf und habe die mal durchgeblättert und habe gemerkt, dass das also zweifellos mit einer der Leute im 20. Jahrhundert sind, der die meisten Lieder geschrieben hat. Und es waren natürlich sehr, sehr viele Brecht-Sachen dabei, aber eben auch Heine, Goethe, Eichendorff, Hölderlin, Anacreon. Also schon Texte ausgewählt hat, die wirklich Vorbilder in der Romantik und der Frühromantik oder Klassik gefunden haben. Also zum Beispiel von Schubert. Gell? Und da ist der Kontakt eigentlich entstanden und ich habe gemerkt, dass das also für mich zweifellos einer der bedeutendsten, also musikalisch in dieser Nachkriegszeit ist. Du kleiner Kasten, den ich flüchtend trug, dass seine Lampe mir auch nicht zerbrechen, besorgt vom Haus zum Schiff, vom Schiff zum Zug, dass meine Feinde weiter zu mir sprechen. Der Radioapparat symbolisiert ja ein Medium, in dem Lied zum Beispiel, wo eine Information rauskommt. Und wenn man auf einmal den Radioapparat als absolutes Zentrum seines Lebens betrachtet, um was zu erfahren, bedeutet das, dass man alleine ist und keine Kommunikation mehr zu Gleichgesonnenen hat. Und dieses eine Lied, also was ich glaube vier Notenzeilen hat und einen ganz, ganz minimalen Text und die Sprache unglaublich einfach ist, symbolisiert und drückt so viel aus, also wie es manche Kunstwerke in drei Stunden nicht schaffen. Heute Ostersonntag früh ging ein plötzlicher Schneesturm über die Insel. Zwischen den grünenden Hecken lag Schnee. Einem Aprikosenbäumchen an der Hausmauer von einem Fersenweg, indem ich auf diejenige mit dem Finger deutete, die diesen Krieg vorbereiteten. Görnes Begleiter bei jedem Eisler-Konzert und seit Jahren auch bei anderen Liederabenden, der Pianist Erik Schneider. In ihm hat der Sänger einen kongenialen Begleiter. Beiden sind die zu Unrecht vergessenen Lieder Hans Eislers nicht nur künstlerisches, sondern menschliches Anliegen. Ich denke, ähnliche
Schicksale gibt es also tagtäglich wieder. Gell? Also diese ganzen Völkerwanderungen, die stattfinden auf der ganzen Welt, von Gruppen wie den, also jetzt in Kosovo oder die im Bosnien-Konflikt oder die Palästinenser oder die Kurden. Das sind letzten Endes ganz, ganz ähnliche Biografien, also die unter denselben Dingen leiden werden. Und es sind immer irgendwelche politischen Auseinandersetzungen dahinter. Gell? Und die werden ausgetragen auf den Rücken von vollkommen harmlosen Zivilisten. Gell? Das ist gigantisch, gell? Wieder Szenenwechsel. Wien. Hier soll Görne die Titelpartie in Schumanns Faustszenen singen. Das ansonsten selten aufgeführte Oratorium ist im Goethejahr 1999 ein gerne gespieltes Werk. Das im Jahre 1849 entstandene Stück ist für Görne ein Debüt. Und die erste Zusammenarbeit mit dem Dirigenten Nikolaus Harnoncourt. Im Wiener Konzerthaus spielen die Wiener Philharmoniker. Probenarbeit. Jetzt würde ich bitten, dass wirklich alle da mit tun, weil da geht es um alle. In der Ouvertüre Cello und Kontrabass, Takt 9. Die kleinen Noten in diesem Takt, konnte ich bis jetzt nie hören. Ich höre nur den ersten und den letzten Ton. Und was dazwischen ist nicht, wenn Sie daran denken. Man kann wirklich nicht sagen, dass man in einem Liederabend vollkommen anders singt. Gell? Aber man singt, denke ich, bei den Schumann-Faust-Szenen über weite, weite Strecken, einfach mit größerem körperlichen Einsatz, weil einfach ein großes Orchester drunter liegt. Und man muss einfach wirklich über das Orchester zumindest versuchen zu kommen. Das gelingt nicht immer. Teil des Jahres Konzerte gibt und immer unterwegs ist, gewöhnt sich an den ständigen Ortswechsel und auch an das Getrenntsein von der Familie. Görnes Frau und sein Sohn leben in Hamburg. Und obwohl das unentbehrliche und virtuos gehandhabte Handy eine gewisse Nähe auch über die Distanz erlaubt, die Trennung bleibt. Das ist natürlich nicht schön, also so getrennt zu sein, so von Familie und überhaupt gar keine anderen Kontakte zu haben, als die Kontakte, die eben so während der Arbeit entstehen. Und auch das Nachhausekommen, wenn man lange fort war, ist nicht immer einfach. Wenn ich dann wieder nach Hause komme, nach so einer langen Zeit, bedarf das richtig einer bestimmten Zeit, einer Woche oder so,
dass man bereit ist, auch aus diesem Rhythmus wieder rauszukommen. Dass man eben nicht nur jede Entscheidung so, ach, ich habe jetzt keine Lust, nee, jetzt mache ich das nicht, also so treffen muss. Umgedreht ist das aber auch schwierig wieder für die Leute, die zu Hause sind, weil denen das ganz genauso geht. Die fühlen sich auf eine bestimmte Art und Weise auch gestört, weil sie auch einen Lieben alleine gehabt haben. Gell? Wo die Familie fehlt, können Kollegen sie manchmal ersetzen. Einer, der in diesem Jahr künstlerisch und menschlich eine große Rolle im Leben von Matthias Görne spielte, ist der Pianist Alfred Brendel. Die Zusammenarbeit bei Schuberts Winterreise war für Görne ein Meilenstein in seiner Entwicklung. Nur dann wird das ein bisschen so gehopst, finde ich. Brauche ich mehr Zeit, dann kann ich die herausheben. Ich träumte von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai. Ich hörte zwei Konzerte von ihm und dachte mir danach, mit dem kann ich wahrscheinlich sehr gut arbeiten. Der hat so viele Voraussetzungen, die dem entsprechen, was ich von einem Sänger erwarte und von einem Musiker. Er hat die Stimme, die Kontrolle, die musikalische Ausdruckskraft, aber auch ein paar andere Sachen, eine Präsenz, schon durch seine Augen, eine Selbstsicherheit, die aber nicht zu verwechseln ist mit Verbohrtheit und einen sehr langen Atem. Da werden andere Sänger blau im Gesicht. Ich träumte von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai. Na gut, für Sie mache ich das. Ich träumte von bunten Blumen, so wie sie wohl blühen im Mai. Ich träumte von grünen von lustigem Vogelgeschrei, von lustigem Vogelgeschrei. Doch als die Hähne krähte, da ward mein Auge wach, aber es kalt umfing, es rieh die Rabe vom Dach. Da war es kalt und finster, es rieh die Rabe vom Dach. Ich träumte von Lieb und Liebe, von einer schönen Nacht, von Herzen und von Küssen, von Wonne und Seligkeit, von Wonne und Seligkeit. Bisheriger Höhepunkt der Partnerschaft von Alfred Brendel und Matthias Görne
ihr Auftritt in der Carnegie Hall in New York, der berühmtesten Konzerthalle der Welt. Auf dem Programm Schuberts Winterreise und Schwanengesang. Für Görne ein wichtiges Debüt. Wer hier Erfolg hat, dem steht Amerika offen. Unterwegs zu einer Probe von Schuberts Schwanengesang. Die ewige Suche nach einem guten Instrument hat Alfred Brendel in ein altes Lagerhaus voller Flügel im Süden von Manhattan geführt. Ein Sänger hat es da leichter. Er ist vor allem auf seinen Körper angewiesen und muss sich nie mit Instrumenten und ihren Tücken auseinandersetzen. Beide haben diesen Liederzyklus schon oft zusammen geprobt. Am Tag vor dem Konzert geht es nur noch um Details und darum, sich noch einmal sein Können zu bestätigen. Nun möglichst auch weitergehen hier. Oh, wissen Sie, wie schwer es ist, da so schnell Atem zu holen? Ja. Nieder, wir großen Hand in Hand, wir großen Hand in Hand. Es war ein ganz, ganz großartiges Angebot natürlich für mich, diese zwei Konzerte hier machen zu dürfen. Eine Möglichkeit, einen sehr, sehr angenehmen und einen herrlichen Einstieg in der besten Konzerthalle der Welt, sich so ein bisschen in das vorgebaute, gemachte Nest zu setzen, was er über Jahrzehnte sich hier aufgebaut hat. Und man darf nicht vergessen, wenn man hier in New York, also in einer Stadt, wo jeden Tag 5, 6, 7 wirkliche Highlights in der Stadt nur auf dem Gebiet der Musik stattfinden, ist es natürlich ein enormer Vorteil für mich, als einer, der relativ unbekannt ist. Also ich habe zwar hier gesungen und habe Metropolitan gemacht und trotzdem die Dimension allein dieser Stadt, die so viele Einwohner hat wie ganz Österreich, macht klar natürlich, was es bedeutet, in diesem Land wirklich sich einen Platz zu, ich will nicht sagen erobern, aber seinen Platz zu finden. Erleichterung nach dem Konzert. Die New Yorker sind gewonnen. Ich denke, der Applaus und der Zuspruch des Publikums auch nach dem Konzert, also das ist immerhin das, was man, weswegen man das macht, also, oder machen sollte. Also nicht nur, nicht wegen des Klatschens und wegen der Anerkennung, aber ich finde, in der Anerkennung liegt auch ein Teil des Berufes. Ne? Also das ist ja auch das, was zurückkommt. Das ist ja auch eine Rückmeldung. Ob das angekommen ist, was ich versucht habe zu versenden. Ja. Thank you so much for the wonderful concert. Thank you. Es gibt natürlich irgendwie eine Sprachgrenze, aber die Stücke sind sowas von zeitlos und unglaublich. Unglaubliche Errungenschaften von diesen Menschen, dass solche Dinge keine Rolle mehr spielen. Ja. Vielleicht besteht Matthias Görnes Kunst auch genau darin, dass er die Sprachgrenzen überschreitet, ohne seine eigene Sprache verlassen zu müssen.
Der emotionale Ausdruck, den er beim Singen findet, wird von allen verstanden. Das hat mit jedem Einzelnen, mit jedem letzten Endes der Gesellschaft wirklich zu tun. Gell? Vollkommen unterschiedlich, von welcher Schicht und Klasse er ist. Gell? Und da bin ich der Vermittler.